Yo, Ladies and Gentlemen. Nee, sorry. Black Mirror hier, bla bla bla. Ich hab keine Ahnung, was ich hab null, ich weiß von gar nichts mehr. Wir haben Dinge und was ist hier los? Ein Brief von R, wir haben ein seltsames Objekt, wir haben aha. Wir haben uns schon alles gesagt. Und ich bin ehrlich, ich hab keine Ahnung, was letztes Mal los war. Ich hätte mir anschauen sollen, was letztes Mal los war, glaube ich. Fuck. Ja, was willst du machen? Weiß ich auch nicht. Was ist denn passiert? Lass mal nachdenken. Der ist gestorben. Ja, Herman haben wir ein bisschen beklaut. Das haben wir. Ich weiß es. Ich habe Angst davor, weil ich... Okay, wir können noch nicht rein. Wir können noch nicht rein. Was willst du, ey? Verrückte Mongo Junge. Nee, passt. Trotzdem mal. Die Kirche ist abgeschlossen. Ja, Junge, das geht so nicht. Kirche kann nicht abgeschlossen sein, ey. Weil mit dem Objekt können wir was in der Kirche machen, aber, das finde ich nicht gut. Distanziere ich mich auch ganz klar von. Vic, du alter Schwatter, Carlo. Wahrscheinlich weißt du nicht, was mit ihm reden sollst, ne? Bitte. Ich habe keine Frage. Komm schon, sag, wann ist der Pater zurück? Haben Sie einen Moment? Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, fick dich, ey. Ich hab halt, leider, ich weiß, ich brauch, warte mal, Lösung. Ich chucke mir kurz eine Lösung vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ich synchronisiere erstmal und dann chucke ich mir eine Lösung. Ich glaube, das ist ein Plan. So, synchronisieren. Ich muss nur irgendwas finden, was immer wieder gesagt wird. Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke, okay. Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich glaube, das reicht. Nein, so. Eigentlich nicht. Danke. Genießt. Pass auf. Ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen. Das meiste davon ist Ramsch. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Paulaner Weißbier oder so, ne? Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte. Moment! Ich krieg das auf Kette. Warte mal kurz. So. Haben wir? Ach so, der Typ müsste die Fotos fertig entwickelt haben. Also sagt die Lösung, dann schaue ich gleich mal nach, ne? Warum denn auch nicht? Ich sollte klingeln. Ja, dann mach... Oh! Dann mach... Ja? Bitte? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Ach nee, ich dachte, du schaust LPs von Zuccaloni 1. Okay, das war echt ein bisschen unrealistisch. Fuck. Meine Fotos, ja danke. Da sind meine, okay. Aber eigentlich stehen da meine Fotos. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Gib mir Fotos. Gib Fotos. Gib. Ja, in Ordnung. Foto. Doktor, haben Sie die Fotos für mich gemacht? Ja, ich habe sie drüben auf die Spüle gelegt. Danke für Ihre Mühe. Die konnten wir vorher noch nicht anklicken, hey!
Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Okay, hab's. Sorry, ich bin wieder da. Williams Tagebuch, ja, pass auf. Wir schauen uns das mal an. Und? Die Symbole ähneln sich sehr. Nur das Zeichen in der Mitte ist anders. Ja, aber sie ähneln sich sehr. Nur anderes andere Motiv, aber egal. Willst du mich verarschen, Junge, oder was? So, jetzt aber, Kirche von Wormhill. Komm. Bam, Bitch! So geht es, meine Freunde. Willkommen in der Kirche zu Wormhill. Wer bist du denn? Gläubige. Pater Frederick. So läuft es hier also. Ich verstehe. Ich will sie nicht stören. Ja, aber du sollst... Ich habe Pater Frederick geklickt, du Spast. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Du bist nicht mein Vater. Was? Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Ja, warum denn das, mein Freund? Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. So ein Zufall. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Hallo? Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm Moment, zu lassen. Moment mal. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Aber haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Die hört zu. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Das kann ja egal sein. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war er jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Die hat zugehört, ich will das nicht. Nochmal, ich schlag dir den Schädel ein. Vielleicht. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Woher weißt du das? Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Vielleicht ist er falsch abgebogen, weißt du auch nicht, Junge. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Tja, Markus. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit. Das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Da ist gerade jemand am Fenster vorbeigerannt. Ich denke mir so, what the fuck? Weißt du schaust hier so... Schon... Lol, den kenne ich sogar. Ja, ist egal. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich komme später wieder. Versprochen. So. Ja, pass auf. Beichtstuhl, schön, Altar, toll, Seitenflügel. Ich will ein hinterer Teil. Ich will woanders hin. Lol, Fotobombing. Die Kirche stürzt langsam ein, auch geil. Warum denn auch nicht, ne? Man muss sich auch mal gönnen irgendwo. So, da ging's aber noch nach hinten. Like I have seen. Jawohl, Kirche. Moment, nein. Boah, Kirche verlassen am Arsch, Junge.
Bist du denn? Gitter. Das Gitter ist abgeschlossen. Wirklich? Anstatt einfach zu fragen? Einfach schon vorher zu sagen, hey, kann ich einfach in den Turm? Sagt er, nee, ist abgeschlossen, mein Sohn. Gib mir einen Schlüssel, Vater? Ja. Wär zu einfach. Ja, wär zu darf einfach. Ich Sie einen Moment stören? Möchtest du jetzt was beichten, mein Sohn? Nee, ich will einen Schlüssel. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Bei William war es auch nur dieses eine Mal. Spaß, ey. So. Hallöchen! Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Wie? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus' Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Ja, krass, ne? Großes Tor. Sag mal so, Seil verlassen. Nein, wollen wir nicht. Treppe benutzen. Die Wendeltreppe führt zum Glockenturm. Ja. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Warum kann ich dann anklicken? Willst du mich verarschen? Bilder? Fenster. Öffnung. That's suspicious. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Dann. Dieses Geräusch ist so krass. Bing, bing. Bing, bing. So, und jetzt. Digga, was? Sorry. Altar. Alter. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. Oh nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Ich hasse es. Dieses Rätsel, das ist das Behindertste, was ich je erlebt habe. Ich kann es echt nicht. Also das Prinzip, wir haben es ja in Williams Tagebuch gelesen, wir müssen die Weißen hier nach hier bringen. Sieht man auch an den Steinen hier außen. Und die Schwarzen hier in die andere Richtung. Und der Rote muss in der Mitte sein. Und ganz ehrlich, ich hab das noch nie gekonnt. Ich war immer ein Versager da drin. And that didn't change much. Ich kann sogar mehrfach. Okay, ich muss den also nicht immer wieder anklicken. That's good to know. Warum bin ich so auf dem Englisch-Trip gerade? Wut! Was läuft denn mit mir falsch, Junge? So, warte mal, dann können wir den nach unten schieben. Bringt uns ja jetzt im Prinzip ja gar nichts mehr. Zack, 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 zack. Und ein bisschen Musik im Hintergrund wäre geil, Kinder. Aber... nein, natürlich nicht. So, das ist ja immer gar nicht so schlecht für den Anfang. Jetzt haben wir hier schön ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz, ein bisschen rassistisch, was? Weiß ich auch nicht. So, weiß, jawohl. Zack, 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 zack. Sorry, ich habe einfach nur auf die Musik gewartet, das war so krass, so. Wir haben da weiß. Wir haben da weiß. Wir haben da fast sogar Colgate-Weiß, meine Damen und Herren, ja? So. Moment, so, den Weißen muss ich da rausklamüstern. Klamüstern, klabaustern, weißt du, Klabautermann. Und den haben wir. Okay, 1-0 für uns, Bitches. So, der Weiße ist, der ist safe. Das ist gut. Digga, das ist überheftig. So. Hmm.
So. Warte mal, let me think about that. Wir können ja. Oh, das sieht gut aus. Keine Ahnung, warum ich gerade den darüber geschoben habe, aber egal. Digga, den hab ich. Ich hab's. Entschuldigung. Da sind die wilden Pferde mit mir durchgegangen, ja. Verstehen Sie? Ja, tut mir leid. Okay, jetzt fehlt noch das Rätsel des roten Steins. Wie löse ich das Rätsel des roten Steins? Ich glaube, ich weiß es. Hoppla, nein. Glauben zu wissen ist immer so eine Sache. Kentern. Das Boot ist so am Kentern. Nee, Spaß. So, aber der sitzt. Ja! Ja! Ich bin einfach nur verrückt. Verrückt vor Glück. Wie fühlst du dich, wenn du kuscherst? Nein, Entschuldigung. Wer nicht weiß, was gemeint ist, herzlichen Glückwunsch. Es gibt Dinge, die muss man im Leben nicht kennen. Und es gibt Dinge, die heißen Rätsel und die hat man gelöst. Endlich die richtige Kombination. Was heißt endlich? Du hast nicht meine Sekunde. Weißt du, du alter Hund, ey. Aber fuck yeah!